Ach, und das war mit den Hafen dort. Das ist also alles auch nicht mehr aktuell und kann weg. Konzentrationstrank. Intelligenzgeschicklichkeit und das macht nur die Intelligenz sehr hoch. 4 Punkte. Das ist schon was. Ja, okay, das ist 20. Ich merke ja immer wieder, Eri hat eigentlich nicht ganz so gute Stats. Sie ist nur sehr geschickt. Sie hat eher durchschnittliche Stats und die Konstitution ist schlecht. Da sind manche rein Magier eigentlich besser als Ihr Eri. müsst eure. Aber es gibt, glaube ich, nicht mehr viele reine Magier, außer die aus den Was möchtet alten, ihr? aus dem ersten Teil, die mitgenommen wurden. Also das ist eigentlich nur Edwin. Fällt mir jetzt gerade so ein, weil alles andere, Nalia und Jan Jansen, das sind alles Mischleute. Ja. Yoshimo ist übrigens der Grund, warum ich Jan Jansen nicht mitnehme. Den könnte ich Es ist vielleicht auf niemand. der Neu auf der an auf im zweiten Durchgang mal mitnehmen. Wenn wir eher versuchen, uns neutral zu halten. Ich bin das Raubtier, das mitten unter euch lebt. Ihr stehen geblieben. Erklärt eure Verbundenheit. Gehört ihr zu den Schattendieben? Was? Warum fragt ihr? Mehr als ein Ja oder Nein verlange ich nicht. Erklärt eure Verbundenheit. Gehört ihr zu den Schattendieben? Ja, gegenwärtig arbeite ich für die Schattendiebe. Ich bin keiner solchen Gilde verbunden. Dann rennt und dreht euch nicht um. Wenn wir die Beute, die wir suchen, nicht finden können, dann müssen wir uns vielleicht den Umstehenden zuwenden. Ja, ich wollte mich jetzt nicht hier auf offener Straße mit Vampiren anlegen. Keine große Herausforderung. Ah, sind wir hier im richtigen Haus? Mal gucken. Nö. Nun gut. Was immer ihr wünscht. Wenn ihr es wollt. Das Haus hier war es sicher auch nicht. Das ist zu den 5 Krügen. Hinten gab es noch Häuser, wo wir rein könnten, wo es vielleicht drin war. Wo sie sich vielleicht verstecken könnten. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon eine komische Ansammlung an Klerikern getötet habe, die sich in einem der Häuser versteckt hat. Das war, glaube ich, Zurich-Priester oder sowas. Weil hier im Brückenviertel ist es ja ein bisschen schwierig mit der Ordnung. Aber hier drin war nichts. Wenn's das ist, was Und hier nebenan. Ja, genau, hier haben wir uns mit den Priestern gebettelt. Das heißt, hier ist auch schon mal nichts. Ja, sobald wir auf dem Friedhof fertig sind, werden wir wohl erstmal Herr Dallis und seine Leute retten. Ja, da oben ist das Geschäft des Gerbers. Verfallenes Haus, das könnte es sein, aber ich glaube, das war das Haus, in dem wir den Kindermörder geschnappt haben, der das Elysium dabei hatte. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Taschendieb? Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Klar, lass mal sehen, was ihr habt. In Ordnung. Okay. Ich will nur mal gucken, was er hat, Keldon. Kein Grund, gleich zimperlich zu werden. Ja, hier hatten wir gegen den Kindermörder und seine Kindergeister gekämpft. Oh, nachts ist übrigens die Trankhändlerin gar nicht da. Könnte auch das Haus hier sein.
Weil da geht's in die Gruft, das weiß ich. Da ist er ja sogar. Hey, haben Sie. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Was wollt ihr, Freund? Könnt ihr nicht sehen, dass ich hier äußerst beschäftigt bin? Oh, das tut mir wirklich leid. Ich warte da wohl besser am Friedhof. Ich denke, ihr kommt doch gelegentlich vorbei. Ich glaube, ihr hört mich wohl besser an, und zwar jetzt, oder muss ich die Wachen einschalten? Wer bin ich denn, dass ich euch dabei stören will, wie ihr euer Blutgeld verpasst? Ja, sehr beschäftigt. Und auch euer Gewand ist sehr interessant. So ein lebhaftes Rot. Es tut mir leid, euch gestört zu haben. Nehmen wir mal das vierte. Was? Also gut, was wollt ihr von mir? Was treibt ihr hier für ein Spielchen? Ich weiß, was ihr am Friedhof getrieben habt. Wir sollten uns wohl ein bisschen miteinander unterhalten. Ich stelle euch genau die gleiche Frage. Was wisst ihr von einem Mann namens Settel? Ich bringe Grüße von Tierdir. Ihr seid sein Mann in Rot. Ja, die Farbe passt. Habt ihr vor kurzem irgendwelche guten Freunde begraben? Ich weiß über eure Machenschaft Bescheid. Wir sollten uns unterhalten. Grüße von Tierdir. Tierdir, aber er ist... Das war dieses kleine, dreckige Wiesesettel, oder? Er hat euch das gesagt. Ich wusste, ich hätte ihm nicht trauen sollen. Leider hatte ich keine Wahl. Sie oder ich. Ihr habt also Leute entführt und sie entsorgt. Das ist monströs. Und dieses Mal wird jemand anderes für euch die Wahl treffen. Ich werde das beenden. Nehmen wir das erste. Ich kann auf diesem Weg meine Rechnung bezahlen. Wenn ihr wollt, kann ich euch beteiligen. Wir können uns sicher irgendwie handelseinig werden. Nein, ich denke nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Eure Machenschaften sind aufgeflogen. Nur ein Narr würde sich da beteiligen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht können. Ich werde die Angelegenheiten heute und hier beenden. Nehmen wir das erste. Und jeder wäre ein Narr, der meine Partner verrät. Verdammt, sie werden mich töten. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr mir angetan habt. Öffnet die Tür, Jungs. Ich komme herein. Mhm. Ich habe den rückgekleideten Mann gestellt, der Tierdir lebendig begraben hat, aber er scheint wesentlich mehr Angst vor Vergeltungsmaßnahmen durch seine Partner zu haben, als vor allem, was ich ihm antun könnte. Er ist in sein Haus geflohen und ich bin mir sicher, dass ich dort auch auf seine Mitverschwörer treffe. Mitverschwörer. Ja, mal gucken, was wir da drin haben. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Oh, sie sind... Ja, es sind drei. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie sie es herausgefunden hat. Das ist nicht der Grund, weshalb wir wütend sind, kleiner, felsnagender Dummkopf. Ihr sollt die Säcke töten, nicht abladen. Ich könnte das nie, ich kann den Anblick vom Blut nicht ertragen. Dann ertränkt sie ihn, erschlagt sie mit einem Stock, es ist mir egal, was für ein. Wir müssen gehen, Kamptis, wir sind nicht mehr alleine. Erst wenn ich diese kleine stinkende Ratte getötet habe, nicht früher. Okay. Erzählt mir mehr davon. Ja. Keine große Herausforderung. Nein, an Truhen. Leichtfüßig und so. Gucken wir erstmal mit Yoshimo. Sie ist nur verschlossen, gut. Nun gut. Die sind ziemlich schnell davon. So schnell können wir denen gar nicht hinterher. Mal gucken, was hier oben. Da stehen, wo ihr seid, Bauerngesindel. Wer ist da? Was wollt die Parasiten denn jetzt wieder? Die Wache wird von dieser Ungehörigkeit erfahren. Wer seid ihr? Ihr seid nicht die, die mich gefangen genommen haben. Wer seid ihr? Ich verlange meine Freilassung. Ihr scheint mir nicht in der Position zu sein, was verlangen zu können. Selbstverständlich, ich werde umgehend eure Fesseln lösen. Nun, dann danke ich euch. Ich bin schon viel zu lange an diesem Ort. Zweifellos war mein Lösegeld unterwegs, aber ich bezweifle, dass sie mich wirklich freigelassen hätten. Ihr seid eurem Tod wahrscheinlich sehr nah. Ich habe sie allerdings bloßgestellt. Sie haben schon andere getötet, sie bei lebendigem Leide begraben. Ein grausamer, wenn auch unblutiger Tod. Dann habt ihr mich wirklich vor einem unglücklichen Schicksal bewahrt. Ich habe aber leider nichts verwehrt bei mir, womit ich eure Freundlichkeit wieder gut machen könnte. Ich bitte jedoch meinen aufdringlichsten Dank. Ich und meine neuen Nachkömmlinge stehen in eurer Schuld. Lebt wohl. Ich habe das Versteck der Entführer gefunden, die ihre Opfer am Friedhof begraben haben. Ich habe ihr aktuelles Opfer für den Elgea befreit. Natürlich war sie äußerst erleichtert über ihre Rettung und hat mir ewige Dankbarkeit versprochen. Was immer ihr wünscht.
Gut. Yoshimo ist bereit. Schnüffeln wir hier oben noch? Ein Kurzschwert. Wow. Etwas Geld. Eine Lösegeldforderung. Wir sind bereit, Ihre Forderung zu erfüllen. Wenn Sie dafür Fürstin Egger freilassen, wie von Ihnen verlangt, werde ich mich mit ihm bei Einbruch der Dunkelheit vor der Schenke zur Kupfermünze treffen und das geforderte Lösegeld mitbringen. Welter. Vor der... zur Kupfermünze. Das ist doch die Schenke hier im Hafenviertel. Natürlich. Mal sehen, ob sie sich dahin geflüchtet haben. Wenn es das ist, was ihr wollt. Die sind ja gar nicht weit gekommen. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Okay, der erste. Meinen Freunden werdet ihr nicht... Den kriegen wir doch, den zweiten. Für die Gefallenen. Ja, gut. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Ohahaha. Ich helfe, wo immer ich bin. Ich werde es tun. Der hat nichts Besonderes dabei. Aber der hatte Ruhe dabei. Stiefel der Verbreitung. Rüstungsklasse gegen Fernkampf. Abgetragene Stiefel und du hast die Stiefel der Diebeskunst. Du hast keine Stiefel, du hast keine Stiefel. Habt ihr beide irgendwelche Fernkampfmultiplikatoren? Geschoss minus 3 und du? Ja, dann kriegst du, weil Eri hat, glaube ich, schon viel Geschoss, oder? Ja, Geschoss minus 4, die braucht nicht unbedingt noch mehr. So, da hast du jetzt auch Geschoss. Minus 6 sogar. Ja, minus 5 gegen Fernkampf. Yay. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Gut, wir werden jetzt mal kurz rasten. Ach, das ist zu den 5 Krügen. Wo hätten wir... zur Kupfermünze. Wo ist zur Hölle ist die Kupfermünze? Ich kenne nämlich nur die Kupferkrone. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hatten wir eigentlich mit dem beiden geredet? Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Ich brauche einen Schluck starkes Röhrenbier. Ja gut, die sind beim Saufen. Was war mit Bell? Hallo, Leute. Versucht irgendetwas mit mir und ihr werdet es bedauern. Also wir dürfen uns nicht versuchen, mit ihr anzufreunden. Hallo, meine lieben vergnügten Freunde. Ja, ich möchte einmal königlich rasten. Ich war, erzählt mir mehr davon. Ihr. So, und kann wieder gehen. Keine große Herausforderung. Jetzt ist Tag, jetzt können wir uns mal bei Tag auf dem Friedhof umsehen.
Weil bei Nacht traut sich einfach keiner hin, außer wirklich schwer Bewaffnete, wie die eine Trauernde, die um ihre Abenteuerfreunde getrauert hat. Ich find's lustig, wie hier das Bild so komisch abgeschnitten ist, als ob da noch Wasser wäre. Ach ja. So, Friedhof.